Grüß euch Gott zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Heute gibt es mal wieder eine Produktvorstellung, denn ich habe hier ein neues Spielgerät, brandneu auf dem Markt. Und zwar haben wir hier den Dutch Oven Gastisch von Barbecue Toro. Den werden wir uns mal genauer angucken heute und schauen, was der kann. Und das alles seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Hier ist er, der Dutch Oven Gastisch von Barbecue Toro. In den letzten Szenen habt ihr gesehen, wie schnell und einfach der zusammengebaut ist. Also das war kein Hexenwerk. Da ist bereits alles weitestgehend vormontiert. Ihr müsst das Ganze bloß mit den Füßen ein bisschen zusammenstecken und ein bisschen festziehen. Und das ist auch schon das ganze Hexenwerk. Ich bin mega happy, dass dieser Tisch endlich bei mir zu Hause ist, denn vor einem guten halben Jahr habe ich da schon Informationen vom Chef von Barbecue Toro bekommen, dass da dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr hat er gesagt, nächstes Jahr wird da früher etwas rauskommen, nämlich dieser Tisch hier. Und lange hat es gedauert, ich war mega heiß und hier steht er nun endlich. Ja, und ich hätte gesagt, bevor wir hier lange rumquasseln, werden wir uns den Dutch Oven Tisch mal genauer angucken. Während ihr euch jetzt die Bilder hier anguckt, werde ich euch mit ein bisschen Rohdaten zuspammen. Und zwar das Gewicht von unserem Dutch Oven Tisch beträgt hier 19,5 Kilo. Die Brenner bestehen aus Gusseisen, während das Material vom Grilltisch selber aus pulverbeschichtetem Stahl besteht. Die Brenner haben einen Durchmesser von 27 cm. Die Leistung aller beiden Brenner beträgt 12 kW und der Gasverbrauch beträgt hier 873 Gramm Propan pro Stunde. Von den Abmessungen her sind wir hier bei 78 cm in der Breite, in der Tiefe 45 cm und in der Arbeitshöhe 1,10 m. Wie wir ja gehört haben, betrieben wird das Ganze mit Gas, und wenn wir beim Thema Gas sind, wir haben ja auch eine Gasleitung mit dabei, inklusive Druckminderer. An sich der Gasschlauch vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber besser als wenn gar keiner mit dabei ist. Es gab auch schon Produkte, wo kein Gasschlauch dabei war. Da musste man dann auch schon manchmal ein bisschen in sich reinschimpfen. Prinzipiell, wer einen Gasgrill zu Hause hat, sollte dann auch so einen Gasschlauch haben. Aber hier ist er mit dabei und wie eben auch erwähnt, gezündet wird das Ganze mit Piezo. Das werde ich euch dann nochmal vorführen, aber erst werde ich jetzt mal die Gasflasche anschließen. Das Gasanschlussventil befindet sich hier hinten und ist wie jede Gasleitung nach links zu drehen. Dann werden wir das Ganze mal antesten. Wir drücken den Knopf einmal rein, drehen das Ganze. Man hört das Gas und dann sollte jetzt eigentlich beim weiteren Rumdrehen die Zündung erfolgen. Jo, das tut's. Und ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Also das Ganze ist dann stufenlos regulierbar. Hier von ganz großer Flamme bis runter zur kleinen Flamme, was man hier schon auch gar nicht mehr sieht, aber merkt. Recht viel mehr ist bei so einem Dutch Oven Tisch dann auch gar nicht zu zeigen. Wir können uns jetzt noch anschauen, welche Arten von Größen auf diesem Dutch Oven Tisch drauf passen. Ich habe ja doch ein paar verschiedene Größen hier bei mir zu Hause und da werden wir jetzt mal die verschiedensten draufstellen. Und auch mit den Dutch Öfen muss man eigentlich gar nicht viel zeigen. Also hier seht ihr einmal der DO12, ein 12er Dutch Oven steht hier oben, plus zusätzlich hier drüben noch ein DO9. Prinzipiell würden wir hier auch zwei DO12 hinbekommen. Also ob er dann zwei DO12 hingebt oder zwei DO6 oder zwei DO12, ihr könnt das Ganze variieren, wie ihr wollt. Platz ist hier mehr als ausreichend und auch wenn unsere Dutch Öfen Füße haben, ist es überhaupt gar kein Problem, denn wir haben hier so Gitter, in denen man die Füße dann einfach schön versenken kann. Man muss dann ein bisschen herumdrehen, aber das kriegt man dann eigentlich relativ schnell hin, so dass der Dutch Oven dann auch gerade steht und ja, hervorragend einfach.
Dann schauen wir uns noch ein kleines Gadget an, was hier optional mit zuzubestellen ist zu unserem Dutch-Ofentisch. Und zwar haben wir hier gleich eine Plancha, die ist pulverbeschichtet und die funktioniert hier oben auf dem Tisch natürlich dann nur, wenn der Windschutz hier hinten abmontiert wurde. Und die könnt ihr euch einfach hier drauf geben. Und schon habt ihr euren Dutch-Ofentisch in einen Plancha-Grill umgewandelt. Finde ich mega, mega geil. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, dass man das Ganze etwas arretieren kann. Die Platte sitzt hier einfach lose oben. Man schiebt dann quasi alles hier so weit zurück, bis hier diese Kante hier, die nach unten geht, wo das Fett ablaufen kann, quasi bis zur unteren Kante des Tisches angeschoben wird. Und so wird das Ganze dann irgendwie fixiert, wobei es nicht fixiert wird, sondern es hält einfach nur. So viel dann einfach mal zur reinen Vorstellung von diesem neuen Dutch-Ofentisch. Wie sich der dann in der Praxis zeigt, das werden wir natürlich dann in vielen der nächsten Videos testen und überprüfen. Aber ich denke, da wird es nichts zu meckern geben. Der wird machen, was er machen soll. Dennoch freue ich mich drauf, das Ganze zu probieren. Zum Preis möchte ich hier natürlich auch wieder erstmal nichts sagen. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Alles, was relevant ist für euch, findet ihr unten in der Infobox. Denn der Preis kann sich auch jederzeit wieder ändern. Und wenn ich jetzt hier im Video sage, der kostet so und so viel, kann es in einem halben Jahr schon wieder ganz anders da ausschauen. Worauf ich auch noch hinweisen möchte, ich habe ja meinen Rabattcode, wo ihr 10% von Barbecue Toro bekommt. Könnt ihr gerne mal unten in der Infobox schauen. Gilt allerdings nur auf die erste Bestellung bei Barbecue Toro. Ansonsten, wenn ihr meinen Gutscheincode schon verbraten habt, schaut beim Barbecue Bär vorbei. Der hat auch einen Rabattcode, da könnt ihr den verwenden. Wenn ihr den auch schon verbraten habt, dann weiß ich aktuell nicht, was wir machen können. Einfach warten, bis Toro selber mal wieder eine Aktion hat. Ja, und dann hoffe ich, das kleine kurze Vorstellungsvideo hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was dieser Tisch zu bieten hat. Da werden wir noch schöne Sachen damit zaubern. Lasst mir noch einen freundlichen Kommentar da, schreibt mal, was ihr davon haltet. Und dann, hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt hier raus aus der Sonne, weil die blendet mir voll in die Augen und es tut langsam weh in den Augen. Und von dem her sage ich danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister, macht's gut. Ciao.